Mama, mein Pipe ist herzlich willkommen zur neuen Folge von Beam NG Drive. Wir starten heute wieder rein mit einer Polizeimission. Und zwar sollen wir mit unserem Geländewagen, würde ich mal sagen, den Sportwagen da vorne verfolgen. Und nach Möglichkeit auch ausbremsen. Probieren wir es mal. So, Abfahrt. Das Problem ist natürlich, dass der einen Sportwagen fährt. Und wir haben ja einen relativ langsamen Geländewagen. Könnte das schwierig werden, da so ranzukommen, ne? Aber mal gucken. Erstmal zählt er uns auf jeden Fall ein bisschen davon. Ist auch jetzt ein Szenario außer Schwierigkeitsstufe schwer. Insofern wird es möglich sein, aber ist wohl nicht ganz so easy. Nicht in die Leitplanke rein. Na gut. Tut noch gehen. Einfach erstmal hinterher. Ja, jetzt. Nun komm mal ran. Flüchten lohnt sich nicht und Batz. Na gut, das war einfacher als erwartet. Na gut, da kommt ihr eh nicht weit weg. Ja, zack. Easy. Jo, dann gehen wir direkt rein in die nächste Mission. So, da sind wir wieder. Wir sollen jetzt innerhalb von 2 Minuten den Moonhawk von da vorne zerstören. Ist jetzt aus der Kategorie sehr schwierig. Mal gucken tun. Das fängt Lenkrad noch falsch eingeschlagen. Also, wir fahren ihm erstmal jetzt identisch hinterher. Was kriegen wir hin? 2 Minuten. Das ja gut, mal probieren, ne? Aber ich glaube, das kann gehen. Wir sind zwar jetzt auch wieder mit dem Geländewagen unterwegs und der Moonhawk ist ein bisschen sportlicher. Aber wir kriegen ja, glaube ich, trotzdem noch ganz gut hin. Erstmal versuchen wir einfach hier so viel Vollgas zu geben, wie es geht. Okay. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr so weit. Wir probieren es nochmal. So. Aber jetzt fahren wir direkt hier links rum, wo der erst noch geradeaus fährt. Und dann setzen wir uns direkt hinter den Wagen. Ja. Wir sind erstmal dichter dran. Jetzt hier natürlich ein bisschen wieder weg. Aber das ist kein Problem. Noch können wir da wunderbar dranbleiben. So, da sind wir. Zack. Ah, okay, da gibt es einen Schaden. Einen bestimmten Schaden, den wir da erreichen müssen. Okay, 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 okay. Es wird nicht einfach. Wir hoffen mal, dass das gehen tut, ne? Hier bremsen wir jetzt wieder runter. Na gut, hat auch nicht so viel gebracht. Aber egal, wir sind noch befinden wir uns in gewissem Abstand, wo es noch gehen könnte, ihn wegzuklatschen. Man ist aber jetzt schon verdammt weit weg. Das könnte jetzt doch nicht mehr so easy werden. Ja, gut. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht mehr wirklich ran. Die Spur ist auch schon komplett verstellt. Aber naja. Obwohl, wir haben gerade guten Speed drauf. Ja, vielleicht sehen wir ihn noch in der Ferne irgendwo. Aber ganz vorne. Oh, nee, nicht im Baum. Ja, jetzt sind wir zu weit weg. Oder ist die Zeit. Ne, ich glaube, wir sind einfach zu lange jetzt zu weit weg von ihm. Ja, ihr scheitert. Na gut. Probieren wir es einfach nochmal. Aber jetzt versuchen wir ihn direkt hier vorne richtig wegzukacheln. Zack.
haben wir schon 2% Schaden. 5. 7. Ja. Jetzt fährt er hier lang. Du bleibst gefälligst stehen. Na gut. Haben wir uns festgefahren. Es war an sich gar nicht so schlecht, die Taktik. Einmal probieren wir noch. Einmal tun wir uns das Ganze nochmal an. Zack. Na, jetzt sehe ich schon wieder zu weit weg eigentlich. Wir müssen ihn direkt hier am Anfang irgendwo richtig hier reinkacheln. Wollen am besten irgendwie festsetzen, dass wir da von der Seite dann. Von, was weiß ich, von irgendeiner Seite halt rein können. Aber. Das hat noch so ein paar Tücken hier mit drin. Aber der Karren hier ist auch nicht gerade der schnellste. Insofern ist das nicht ganz so easy, da hinterher zu kommen. Wenn er erstmal auf einer langen Strecke ist, haben wir eigentlich schon verloren, könnte man sagen. Hoppala. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Jetzt geht's. Oh, der setzt eh schon wieder einen Kilometer weg. Ah, weiß ich nicht, wie wir das Ding uns snacken sollen. Einfach mal probieren. Jetzt dann. Ja, komm. Wir probieren nochmal. Das hatte keinen Sinn mehr. So. Einmal direkt hier rein. Haben wir 5% schon mal. Okay, das Schild ist leider echt. Hätte ja auch klappen können. Und rein. Komm. Was ist denn das für einer? Jetzt fällt auf einmal hier geradeaus. Die kann sich auch nicht entscheiden hier. So. Einmal wieder rein hier. Einmal wieder wenden. Und dann den richtigen Moment kriegen. Und ihn dann wegkacheln. Komm, fahr. Na gut, leichter gesagt als getan mit einem abgefahrenen Reifen. Und ich will den irgendwie noch zerstören hier. Kann doch nicht so schwer sein. War ein Tickchen zu schnell. Oh ja, 80%. Das kann was werden. Das machen wir. Wir gehen jetzt in die Ego-Perspektive. Ah, der zieht natürlich wieder gut weg. Trotz, dass er schon 80% Schaden hat und eigentlich nichts sehen kann wegen der aufgeklappten Motorhaube. Ich gebe aber wirklich Vollgas. Aber ich komme nicht wirklich ran. Er fängt an zu rauchen, das ist ein gutes Zeichen. Eine Minute ist erst um. Wir dürfen ihn nur nicht aus den Augen verlieren. Der ist rechts rum, ne? Oder? Nee. Na gut. Hab ich aus den Augen verloren. Schade. Das war wirklich ein guter Run. Aber dann habe ich aus den Augen verloren. Das hätte was werden können. So. Zack. Erstmal wieder drehen.
Dann den Kahn hier wieder freisetzen. So. Nee. So, jetzt wird das was. Ich sag's euch. Erstmal wieder drehen. So, haben wir. Dann einmal hier rum. Und dann kommen wir ihm hier entgegen. Mann. Na gut. Der ist schon wieder zu schnell weg. Wir müssen den hier vorne kriegen, sonst haben wir direkt verloren. Zack. Wieder gewendet. Dann rum. Ja, immerhin schon mal einmal getroffen. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Aber egal. Mann, ist er wieder auf der freien Fläche hier. Ja, ist der Reifen wieder hin. Ach Mann, das muss doch gehen. Ich kann so ein Hirn nicht, ach Mann. Ja, toll, jetzt fährt er wieder da lang. Ja, ja, auch keine Chance. Das muss doch einfach nach meinem Plan hier doch klappen können. Meine Güte. So. Gedreht. Ja, komm, dreh dich weiter. Ja. So. Dann soll er da rauffahren. Und wir kommen hier dazu. Zack. 85%, 90. Fahr. 99, komm. Nein, der darf jetzt nicht entwischen. Nicht bei dem letzten Prozent hier. Gib Gas. Ich muss einfach nur... Ja, gut. Hat sich schon selbst zerstört. Geil. Haben wir hier geschafft. Und damit würde ich sagen, Pipes. Soll es das mit diesem Video gewesen sein? Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt jetzt noch einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao.